Klanggewaltig begann die Preisverleihung zum Theaterpreis 2016. Mit der Ouvertüre von Wagners Die Meistersinger von Nürnberg, vorgetragen vom Symphonischen Orchester des Landestheaters Detmold, nahm der Abend seinen Anfang. Wir sind heute in Lippe aktiv. Die Vergabe des Rings ist eine Kooperation vom Landestheater, der Lippischen Landeszeitung und dem Förderverein der Theaterfreunde. Aber dann ist man. Durch das vielfältige Programm führte, durchaus humorvoll, Dr. Christian Katschmann. Heute Abend kommen von der Goldschmiede Friemel, meine Schuhe sind frisch besohlt. Also, Die unterschiedlichsten Darbietungen begleiteten den Abend. So konnte das Ballett begeistern mit einem Tanzbeitrag aus Bluthochzeit. Den Nachwuchspreis erhielt Schauspielerin Nicola Schubert. Musikalische Darbietung wurde aus der Oper von Verdis Rigoletto gezeigt. Die Auszeichnung für das Musiktheater ging an Sängerin Kirsten Labonte. Die beste Inszenierung war das Schauspiel Vincent Wilmer und wurde vom Hauptdarsteller Robert Oschmann entgegengenommen. Einen Ohrenschmaus bot auch der Opernsänger Markus Guber mit einem Stück von Emmerich Karlmann. Als bester Schauspieler nahm Stefan Clemens den Ring entgegen. Die Anerkennung im Bereich Ballett ging an die junge Tänzerin Karina Campos Sabas. Den Ehrenpreis für sein Lebenswerk bekam der Schauspieler Joachim Ruschinski. Arbeitet aus sich heraus. Mit einem anschließenden Sektempfang nahm der Abend einen würdigen Abschluss.